Hallo zusammen, ich habe euch ja Kurzschlussvideos gemacht mit dieser 150 Ampere Lithium-Batterie. Und wenn ich hier dazwischen in der Brücke, die Videos verlinke ich ja natürlich in der Endcard, hier zwischendrin in der Brücke 160 Ampere Sicherung habe, schaltet vorher das BMS aus. Und das erste Video, was ich gemacht habe, das verlinke ich euch hier, da habe ich das gleiche gemacht mit diesem Paket, 5 Sicherungen a 8 Ampere übereinander, das sind dann 400 Ampere. Und ich habe euch versprochen, wir machen das mit dieser Bleibatterie. Diese Bleibatterie habe ich zu einem Wohnmobil ausgebaut und ersetzt mit einer 100 Ampere. Das ist eine Bleischel-Batterie. Nee, keine Schel. Eine AGM. 95 Ampere Stunden. Die haben wir ersetzt durch eine 100 Ampere Stunden. Zur Info, wir wechseln, wenn ihr bei uns vorbeikommt, die Batterien in eurem Wohnmobil, auch mit dem Schiff, ist kein Problem. Und wir machen das pauschal für 100 Schweizer Franken. Der Arbeitsaufwand, wenn es wirklich gut klappt, ist es eine Stunde. Aber wir hatten auch schon 2 oder 3 Stunden, bis die Batterie dann mit Anpassung von der Klemme und so weiter drin ist. Umstellung der Laderegler, wenn nötig, Solarregler. Wir rüsten das einfach um auf die neue Batterie für pauschal 100 Franken, auch auf die Liontron-Batterien, die wir im Sortiment haben. Und jetzt gehen wir zum großen Test. Ihr seht hier diese 400 Ampere Sicherung und ich gehe hier drauf. Und diese 400 Ampere Sicherung schlägt gnadenlos durch. Das heißt, ein bisschen rutschen. Wenn ich hier so einen Wechselrichter habe, es stinkt jetzt ein bisschen. Wenn ich hier einen Wechselrichter habe, 2500 Watt, und ich hänge den an der Bleibatterie an, dann muss ich eine Sicherung davor schalten. Diskussionslos. Bei der Lithium, die schaltet ab. Eine 160 Ampere Sicherung. Meins machen hier eine 200 Ampere. Da kommt also vorher die Batterie. Jetzt sagen die einen, ich habe hier eine Sicherung im Gerät drin. Das interessiert gar nicht, was ihr für eine Gerätesicherung habt. Wichtig ist ja die Absicherung für die Zuleitung. Wenn ihr einen Unfall habt oder sonst irgendwas passiert oder das Kabel scheuert durch, weil es nicht sauber befestigt ist an der Kante, dann gibt es einen Kurzschluss auf dem Kabel. Und die Sicherung muss unmittelbar beim Pluspol sein. Nicht irgendwo hier unten. Also nicht irgendwo von der Batterie zu einer 5 Meter lange Leitung und dann eine Sicherung, sondern die Leitung muss abgesichert werden. Wenn ich jetzt hier mein kleines Lämpchen habe, das sind 100 Watt Spitze, 2x 100 Watt, das blendet auch ein bisschen. Und hier habe ich nur ein 2,5 Quadrat. Diese Leitung muss ich absichern. Weil wenn ich hier einen Teilkurzschluss habe oder einen Kurzschluss habe hier vorne, dann wird die ganze Leitung warm und es können unter Umständen 100 Ampere fließen. Das bringt die Batterie. Diese Leitung hier muss ich mit 15 oder 20 Ampere absichern. Also ganz auf Sicherungen verzichten, nein. Aber der Wechselrichter, der unmittelbar daneben liegt, dicke Kabel hat, da kann ich bei einer Lithium-Batterie, die im BMS hat, das BMS abschaltet, kurzschlusssicher ist, kann ich auf die Sicherung verzichten.
Hier habt ihr gesehen, 400 Ampere Sicherung durchgeschlagen. Da brauche ich eine Sicherung. Hier verlinke ich euch die alten Videos, wo ich den Test mache mit der Lithium-Batterie. Hier den gleichen Test mit der 400 Ampere Sicherung bei der Batterie. Und für 100 Schweizer Franken wechseln wir euch die Batterie, ob das eine 150 Ampere ist, eine 100 Ampere von uns, eine 200 Ampere oder eine Liontron Batterie, die wir auch im Sortiment haben, ob das eine Untersitzbatterie ist. Und ich habt ihr schon mal einen Sitz rausgeschraubt von einem Fiat, da habt ihr Ein- und Ausbauen länger als eine Stunde. Und ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und macht mir überall Sicherungen rein.